Liebe Leute, willkommen zurück zu Metro Exodus und wir finden uns wieder an genau der Stelle, an der wir beim letzten Mal Lebewohl gesagt haben. So, da ist der Zug. Wir gehen jetzt mal darüber. Aua, hau ab. Oh, diese Nummer. So, let's go. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Wir leben in interessanten Zeiten, meine Herren. Während des letzten Sandsturms hat jemand unseren Posten in den Ruinen ausgelöscht. Dem Zeitpunkt nach zu urteilen, ist das diese Zugbande. Ich habe sie deswegen zur Rede gestellt. Aber sie streiten alles ab. Ein paar Jungs haben jedoch gesehen, wie sie mit einem Auto fuhren, das vormals unserem Posten gehörte. Diese Neuankömmlinge greifen extrem schnell zur Waffe. Bleibt also alle sehr wachsam. Okay, da ist ein bisschen was los. Der Baron hat gesprochen. Das ist nicht ganz ohne. Ich muss mal eben verstehen, wo ich hier bin. Was denn jetzt? Da rechts müssen wir im Idealfall rüber. Komm mal hier. Hopp! Nee, haut ihr mal schön ab. Wir lassen das Auto mal da. Da vorne sehe ich ein paar Taschenlampen. Dann machen wir das erstmal. Oh, sieht er mich? Ah, da haben wir so einen Mutanten, ne? Das ist natürlich blöd. Aber das Gute ist, die Sonne geht gerade auf. Ey. Okay, das haben wir. Könnte genau jetzt auf dich ziehen. Tja, Dima, vielleicht solltest du freundlich lächeln und ihm zuhören. Oh, das sind vier. Ein toller Scharfschütze. Kann nicht mal seine eigenen Sklaven disziplinieren. Das Arschloch hat mir gestern noch gesagt, sein Meister hat eine gute Stellung am Hafen, irgendwo ganz oben, wo er nicht zu sehen ist. Und dann... Hey Leute, wer ist hier? Ich weiß nicht, ob die wissen, wo ich bin. Zwei haben wir auf jeden Fall. Drei. Einer ist rübergerannt. Es könnten noch mehr von den Mistviechern da sein. Ich muss alles überprüfen. Ist der auf der anderen Seite von diesem Waggon da drüben? Wo würde ich mich verstecken, wenn ich einer von denen wäre? Hm. Da ist er. Den haben wir auch. Ich glaube, das war's. Sehr schön. Genau, gib mal ein bisschen Munition. Das hätten wir erledigt. Das lief doch besser als erwartet. Also für mich. Sehr gut. So, da drüben haben wir diese Hansels da. Das ist aber nicht so schlimm. Wir nehmen mal... Wollen wir da rüber? Nehmen wir das Auto bis dahin? Hier sind schon echt viele. So ist nicht, ne? Ich
Wir gehen mal hier hoch. Wo steht mein Auto? Da drüben. Runter. Ja, wir machen es mal so rum. Ich weiß nicht, wie es da feindpräsenzmäßig aussieht, weshalb ich es mal lieber hier so parke. Denn da drüben, das ist mir zu auffällig. Da haben wir auf jeden Fall schon welche gesehen. Da halte ich jetzt lieber ein bisschen Abstand. Und wir schauen mal, was wir hier so erreichen können. Achso, warte mal, gibt es da was zu sehen? Das ist versperrt. Da hockt einer. Da hinten ist auch schon unser Zug. Ach, toll. Würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir hier reinkommen, oder? Hier haben wir auf jeden Fall ein Fragezeichen. Ja, ganz recht. Was denn jetzt? Eieiei, das könnte schwierig werden hier. Der Typ da oben. Ich weiß nicht, wann der aktiviert wird. Wir gehen mal hier rüber. Haben wir bestimmt ein paar von den anderen Typen hier rumzuhocken, aber die muss ich auch erstmal entdecken. Na, fiese Nummer. Fiese Nummer hier. Komm, das schaffst du. Mist. Hier ist nichts weiter. Hatte die Hoffnung, dass man hier irgendwas finden könnte. Ich möchte den ungern wecken. Haben wir hier. Das riecht doch nach Ärger. Was höre ich hier? Nein, falsche Taste.
Saul? Der Scheißer will es nicht anders. Und das, obwohl wir es ihm gesagt haben. Hey, Saul! Komm raus, verdammt nochmal! Bist du gekommen, um unsere Sachen zu klauen? Für wen zum Teufel hältst du uns? Oh Mann, ey, wer sind die denn jetzt? Hast du dir, Wichser, nicht gesagt, dass das hier alles uns gehört und du tot bist, wenn wir dich nochmal erwischen? Tja, du willst es wohl so. Ja, komm rein, ich bin Saul. Komm raus, du Scheißer! Wir machen dich kalt! Ihr müsst schon reinkommen. Das ist alles, was es hier gibt. Das war jetzt einfach nur so ein bisschen Trouble hier. Ich irgendwie das Gefühl nicht los, dass ich hier was verpasse. Eine gute Zeit. Da. Wir brauchen hier einen Sanitäter! Glaube ich auch. Ah, er hat gerade unsere Leute umgelegt, dieser Scheißkerl. Ist wohl doch nicht Saul! Da ist der Leute! Da ist der Leute! Okay, einer mindestens noch. Ich glaube, da so die Ecke. Ich sehe leider nicht so viel durch die Sonne hier. Komm mal raus! Da, oder? Nee. Ist er jetzt doch schon verstorben? Scheinbar. Sehr merkwürdig. Aber macht nichts, nehme ich so an. Gib mal her. Sehr cool. Sehr cooles kleines Event, so, ne? Man geht rein, wer macht da so einen Lärm und dann stehen die davor und so. Super. Weiß ich nicht. Wollen wir da rein? Ich schätze mal, ich habe keine Wahl. Hier geht's durch. Okay, sehr schön. Hier noch was Gutes zum Looten vielleicht? Sieht nicht so aus. Den habe ich gesucht.
Sehr schön, so. Das Nest ist doch direkt hier, ja. Ach, schaut mal, wie toll das aussieht. So macht Raytracing auch Sinn. Und jetzt sind wir inzwischen, glaube ich, an einem Punkt im Gaming-Bereich, dass Raytracing nicht mehr so krass viel frisst. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der 40er-Serie Grafikkarten liegt, dass die das easy wegstecken kann. Aber ich bin hier jetzt bei 160 Frames und schaut mal, wie schön das Licht hier reinscheint und so. Und reflektiert. Wirklich toll. Wirklich ein schönes Spiel. Wer noch? Da ist noch einer. Irgendwo da hinten. Was ist denn mit ihm? Warte, ich bin gleich da. Ich glaube, der ist oben. Da. Oh, wie gut das aussieht. Und dieses Spiel ist 5 Jahre alt, ne? 5 Jahre. Das sieht soweit ganz gut aus. Okay. Gib mal was. Ich glaube, es geht noch mal eine Etage höher. Oh, das ist aber auch... aber hält. Kann man nicht meckern. Okay. Genau, hier geht es noch einmal höher. Schauen wir mal. Hola, ist hier noch jemand? Ich glaube, das bringt mir hier gar nichts hier oben, ne? Da ist nichts weiter zu holen. Hier wollen wir scheinbar hin. Da sind wir. Hier können wir sogar schlafen. Ja, falls es Nacht ist, ne, und man will irgendwie Tageslicht haben. Was haben wir denn da? Neue Nachtsicht? Bessere, hoffe ich. So, das passt so weit. Oh, wir haben von allem eigentlich recht viel. Ich kann gar nicht klagen. Schauen wir mal, was haben wir hier? Schalldämpfer, langer Lauf. Ah, wie cool. Wesentlich mehr Schaden, sehr genau. Da kann man dann natürlich snipermäßig unterwegs sein, aber ich will das schallgedämpft lassen. Auf jeden Fall. Was haben wir hier drüben? Elektrische Ausrüstung, Nachtsichtverstärker. Dieses Nachtsichtsystem basiert auf der neuesten Restlichtverstärkungstechnologie. Vor dem Krieg standen solche Systeme nur Sondereinsatztruppen zur Verfügung.
Ja, warte mal, macht es aber nicht mehr Sinn, das zu haben? Weil ich kann ja nur entweder oder nehmen und ich brauche das Ding für die Taschenlampe und für alle anderen Dinge und ich nutze die Taschenlampe, glaube ich, fast lieber als das Nachtsichtgerät. Zumindest aktuell noch. Schauen wir mal, belassen wir es erstmal dabei. Vielleicht kommt ja dann demnächst die Szene, wo ich das bereuen werde. Was gibt's hier? Kann ich hier noch irgendwas funkmäßig oder so? Nö. Nee. Es ist einfach nur so da. Aber jetzt wird's vielleicht laut. Wie lange haben wir es in dieser Wüste ausgehalten? Ohne Plan. Ohne Hoffnung. Wen sollten wir da eigentlich beschützen? Die Einheimischen, die nur ein paar Jahre gebraucht haben, um zum Steinzeitalter zurückzukehren. Und dann kamen sie. Ex-Militärs, Ex-Portum-Arbeiter und Ex-Mafiosi. Naja, letztere waren nicht so ganz Ex. Sie hatten einen Plan und eine Idee. Klar, haben sie zuerst ausgelacht, kurz spielen. Doch dann sagte der Gedanke, aus diesem Chaos etwas zu schaffen, das irgendwie einer Ordnung glich. Am Ende schlossen wir uns alle diesen flammenverzehrenden Zirkus an. Tja, die Welt ist neu. Also müssen wir Platz für neue Götter schaffen. Na gut. So, dann gehen wir jetzt mal kurz zu dem X und schauen, was wir da bekommen oder nicht bekommen. Hier liegt einer. Und das war's auch schon. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Wir müssen hier unter Erwachsenen sprechen, meine Herren. Also scheucht eure Primitiven von den Funkgeräten weg. Erledigt? Gut. Ich habe gehört, dass Muschel den Leuten gesagt hat, ich hätte Schweiß sie nicht verbrennen sollen. Und dass Schweiß ja ein guter Mann war. Dass ich wegen einer dummen Scheiße, die wir uns für die Primitiven ausgedacht haben, überreagiert habe. Wen interessiert, ob er betrunken war und in Sichtweite der Sklaven in die heilige Flamme gepinkelt hat? Naja, ich habe Muschel jedenfalls gerade erledigt. Da kann man nichts machen. Jene von euch, denen er was schuldet, wird von seiner Frau entlohnt. Sie ist es wert. Um also weitere Vorfälle wie diesen zu vermeiden, muss ich euch jetzt etwas sagen. Insbesondere den Neuen unter euch. Sagt mir, warum gehorchen die Primitiven uns? Weil sie uns fürchten? Teilweise schon. Aber Furcht vor Menschen ist nicht absolut. Wenn das Leben so beschissen ist, dass man nichts zu verlieren hat, dann kommen einem rebellische Gedanken. Selbst wenn man zu den einfachsten Artyom, hier! Komm schon, komm rein! Artyom, ich habe gerade Damir in der Leitung. Nimm also Platz, ich bin gleich da. Was für ein Sturm! Und dann noch ein Sandsturm! Genau, Miller, Ende und aus! Hast du sie? Gute Arbeit, Artyom!
Gute Neuigkeiten. Artyom hat die Karten. Gut gemacht, Artyom. Idiot, fang schon mal damit an. Ich komme später dazu. Das sind viele da. Nimm einen Schluck. Je eher wir sie analysiert haben, desto besser. Die Karten haben wir. Jetzt müssen wir nur noch einen Ausweg von ihnen finden. Und das ist der schwierige Teil. Wir brauchen Wasser für die Aurora und das Team, wie du sehen kannst. Stepan, Duke und Aljoscha liegen bereits dehydriert flach. Außerdem brauchen wir Treibstoff. Die einheimischen Banditen haben das alles. Ich habe bereits ihren sogenannten Baron kontaktiert, aber seine Bedingungen sind inakzeptabel. Giul hat uns gesagt, wo es Wasser gibt, aber es wird natürlich gut bewacht. Damir hat die Stelle ausgekundschaftet und meint, dass wir sie heimlich infiltrieren können. Also, Artyom, wenn du bereit bist, triffst du dich mit Damir. Euer Ziel ist es, Wasser zur Aurora zu bringen. Scheitern ist keine Option. Viel Glück, Artyom. Dankeschön. Wir zählen alle auf euch. Okay. Opa Yama? Wie ist das Wetter? Hast du noch... Onkel Artyom? Scheint vorüber zu sein. Ich gehe zurück zum Posten. Wow, danke sehr. Artyom, guck mal, Opa Yama. Hallo. Ich habe jetzt eine Artyom, eine Feldflasche. Während du draußen warst, habe ich noch was für das Team. Dann müssen wir nur noch etwas Wasser. Meine Werkbank finden. Steht dir zur Verfügung. Dann hast du deine eigene Reserve. Zeig mal her. Oh, danke sehr. Zack, zack. Und hier, da haben wir jetzt automatisches. Jetzt wird's interessant, Leute. Wenn ich da nicht mehr pumpen muss. Was soll ich sagen? Wir sind definitiv nicht umsonst hergekommen. Du hast also einen Überblick? Scheint so. Die Strahlungswerte sind in Farbe dargestellt. Ha, wir haben hier sogar die Strahlung erfasst. Von wann ist die Karte? Ein bisschen älter. Hoffen wir, dass die Lage sich seitdem nicht verschlechtert hat. Welche Karten haben wir? Mittelasien, Westsibirien, den Ural und den europäischen Teil des Landes. Ein paar Tage noch. Da können wir nicht einmal mehr eine Meute Wildhunde angreifen, geschweige denn die Banditen. Hallo. Gibt's was Neues bezüglich des Wassers? Nein, ich bin unterwegs. Verlasst euch auf mich. Bis bald. Tschüss. Wie gut, dass ich das abgebe. Es gibt diese ganz kurze Sequenz, wo besprochen wird, er hat's, alles cool. Und dann kann ich rumlaufen, ihr die Flasche geben, an die Werkbank gehen. Und währenddessen besprechen die diese Karten im Hintergrund. Ich muss nicht Teil davon sein. Es findet statt, wie es im echten Leben halt so wäre. Dieses Spiel macht so viel richtig. So, dann schauen wir mal, von welcher Stelle sie gesprochen haben. Ganz da oben. Wir haben hier geradezu noch ein Fragezeichen. Da unten ist dieses Boot und da hinten, allerdings glaube ich hinten rechts, da müsste es ja dann eigentlich für uns rausgehen, oder? Schauen wir mal eben. Wir verschaffen uns mal einen Überblick. Geradezu, waren wir da nicht schon? Haben wir da nicht die vier Typen erledigt? Mir war so. Nee, das ist da diese Ruine da. Komm her.
ganz ruhig. Das ist das System, was wir da hören. Die Waffe, schaut euch das mal an. Wie detailverliebt das alles ist. Und jetzt macht die Waffe durchaus auch Sinn. Ich finde dieses ständige Nachpumpen, damit da Luftdruck drin ist, macht schon Sinn, aber so rein Gameplay-mäßig. Aber sehr cool. Die ganzen kleinen Schläuche und so. Fantastisch. Sehr schön. Okay. So, genau. Was wir haben wollten, ist das hier vorne. Ne? Da. Psst, ganz ruhig. Doch bestimmt noch irgendwo einer. Da. Okay, das hätten wir. Und jetzt macht es auch Sinn, warum wir da letzte Folge war es, oder vorletzte, da hinten, wo wir jetzt hin müssen, einfach gestorben sind, weil das ist storyrelevant. Da geht's nicht hin. Das Boot hier unten sollte eigentlich machbar sein. Kommt er noch? Nee, ne? Das da? Und das hier ebenfalls. Kommen wir da irgendwie runter? Auch da, auch das ist zu hoch. Da hinten. Probieren's mal. Ich glaube, wir müssen einmal außen rum. Lernen.
verdammt. Wir gehen mal lieber wieder rein. Ach, jetzt schießen sie weiter. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Also gut. Sklaven aus der Westschlucht sind endlich beim Schiff. Das müssen die Letzten sein. Schrauber, du gehst dahin, suchst jene aus, die für den Verkauf nach Süden geeignet sind und lässt sie die Spezialausbildung machen. Und sorgt dafür, dass die Jungs aus dem Süden sich nicht wieder beschweren, dass wir halbgute Scheiße schicken. Verstanden? Schweige machen, Leute. Der Baron hat gesprochen. Dich. So, jetzt hat sich das ein bisschen beruhigt. Da hinten noch? Sieht nicht so aus, oder? Ah, die haben jetzt gerade noch mal kurz geschossen, als ich ins Auto gestiegen bin. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, was nur aktiviert wird, wenn man sich im Auto befindet und sobald man aussteigt, sind alle weg. Aber war auf jeden Fall sehr atmosphärisch, finde ich. Können wir da noch hoch? Auf die Brücke? Das Ding haben wir... Das da ist das nächste. Das sieht mir allerdings schon nach einem, nach einer größeren Basis aus irgendwie. Ja, ich glaube, da geht es nicht hoch. Aber macht nichts. Hier gibt es noch ein bisschen was zu sehen. Schade. Na gut. Also das Einzige, wo ich sagen würde, das würde nochmal so eine Kirsche obendrauf sein bei dem Spiel bezüglich Open World. Und viele Leute mögen das nicht. Aber ich habe da irgendwie was für übrig. Wären so Sammelobjekte in der Welt. So eine Motivation geben, ey, schau in die kleinste Ecke, vielleicht ist da irgendwie was. Das können ja alte Zeitungen sein zum Beispiel, aus der Zeit vor dem Krieg oder irgendwie so. Damit man irgendwie... so den Ansporn hat, wirklich in jede Ecke zu schauen. Weil so ist das zwar alles ganz cool, wo du hinlaufen kannst und so, aber am Ende gehst du in so ein Schiffswrack, schießt 10-mal, um dann 10 Patronen zu finden, um dann wieder rauszugehen. Wisst ihr, was ich meine? Also der Ansporn, sich hier umzuschauen, ist im Grunde nur optischer Natur irgendwie. Du denkst dir so, oh, ein Schiffswrack, will ich sehen. Aber so richtig was zu finden, gibt es in diesen ganzen Ecken leider nicht. Eher so bei den großen Spots wie diesem Turm da hinten mit dem Nachtsichtgerät und so weiter, aber so Sammelsachen, das wäre echt nochmal eine Ecke schöner.
Aber gut, also ich meine, das Spiel macht so viel richtig. Ich glaube, da kann man darüber hinwegsehen. Aber wenn die mich fragen würden, würde ich sagen, Sammelobjekte in der Welt. Keine Pflicht, aber wer möchte, kann das gern machen. Müssen wir mal eben schauen, wie kommen wir denn da sinnvoll hin? Ist gut. Hier geht's rein. Hier. Na dann rein mit dir, verdammt! Alles fertig! Du bewegst dich ja kaum! Wir sind hier fertig! Verriegeln! Hey! Verriegeln! Hab verstanden! Verriegeln! Oh oh. Sie haben ihn erwischt! Lasse, da ist der Scheißer, Lasse, dieser Scheißer! Die Schweine haben ihn erwischt! Haben ihn erwischt!
War das? Nee, einer ist hier noch. Okay, wenn er da unten sagt, wird er wohl oben sein. Ich glaube, das war der letzte. Gut, da gibt es einen neuen Helm. Aber das ist halt auch einer der größeren Punkte hier, ne? Aber hey Leute, das Miststück versteckt sich hier. Wir müssen ihn finden. Der Schleicher entkommt uns sonst doch endgültig. Hey! Ist der oben? Ja. Das ist hier kein verdammtes Versteckspiel. Wenn ich dich finde, läufst du nicht mehr davon. Denn dann hast du keine Beine mehr. Was war das gerade für ein Symbol? Ah, ach, da liegt einer. Hallo. Warte mal, ich will nach oben. Das machen wir gleich. Geht's hier nicht hoch? Komm raus, verdammt nochmal! Ich finde dich sowieso! Also mach mich nicht noch wütender! Okay. So, jetzt können wir hier rein. Gute Nacht! Du einen coolen Spruch halt. Okay. Okay, die leben beide noch. Es ist so fantastisch. Gehen mal die andere Leiter hier hoch. Treppe. Genau, das führt hier hoch. Das macht Sinn. Molotow. Können wir ausmachen. Mhm. Das wird sich gut auf mich auswirken. Es gibt wohl zwei oder mehrere Enden im Spiel und gerade wenn man am Anfang diese gläubigen Typen da zu oft tötet, dann wirkt sich das wohl aus. Und ich glaube, das ist immer so ein goldener Schein, wenn man etwas gemacht hat, was eine Auswirkung hatte. So wie jetzt gerade eben zum Beispiel. Kannst du auch raus. Sehr cool. Sehr cool gemacht. Warte mal, in welche Richtung schauen wir denn hier? Schauen wir da hoch? Weil da haben wir auch nochmal so ein Ding. Ah ja, das ist der Maschinenraum. Okay, cool.
Schaut mal da oben. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Schnauze, was ist auf dem Flugfeld los? Die Jungs sagen, da wimmelt es vor Freaks. Wie lange sage ich dir schon, dass du dort aufräumen und alles Brauchbare einsammeln sollst? Insbesondere die Waffen. Warum zum Teufel muss so viel gute Ausrüstung vergeudet werden? Die Jungs plündern und streiten sich darum und es interessiert sie nicht, dass du dort das Kommando hast. Hast du zu wenig Leute? Kommst du mit der Verantwortung nicht klar? Dann sag das gefälligst. Aber wenn du meinst, du schaffst das, dann will ich Ergebnisse. Ansonsten muss ich annehmen, dass du mich nicht respektierst. Weitermachen, Leute. Der Baron hat gesprochen. Hier scheint aber niemand zu sein. Sieht recht verlassen aus. Nee, ich glaube, das war es hier schon an der Stelle. Ein bisschen was zum Sammeln. Da haben wir noch einen Helikopter. Und wo schauen wir darauf? Ach, das ist das... Ah ja, jetzt check ich's, okay. Mhm. Sieht fast ein bisschen klein aus, oder? Okay. Sehr schön. So, das bedeutet, im nächsten Schritt fahren wir wieder hoch und schauen uns dieses Lager an und gucken, dass wir da diesmal reinkommen. Dann folgen wir der Story noch ein bisschen weiter. Aber... absolut fantastisches Spiel. In fast jeglicher Hinsicht. Also gebt diesen Entwicklern mehr Geld, mehr Macht. Die sollen noch mehr entwickeln und sich austoben. Und ich bin gespannt, was die hinkriegen mit noch besseren Engines und so. Und dann bin ich wirklich gespannt, ob Stalker 2 da mithalten kann. Ich glaube, das wird sehr ähnlich vom Ablauf sein. Ich glaube, die werden sich stark daran orientieren. Ich kann mir vorstellen, dass sie Schwierigkeiten haben werden, das so aussehen zu lassen. Unfassbar. Unfassbar schön, dieses Spiel. Liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal und dann düsen wir da hoch und dann verteilen wir ein paar Schellen und dann schauen wir mal, wie die Story weitergeht. Bis dahin. Ciao.